Mein Name ist Bernd Meissnerz. Ich bin Studiengangsleiter hier an der FAU Ioneum am Studiengang Luftfahrt Aviation. Habe zuvor technische Physik studiert und ich halte hier Vorlesungen über Physik, Mathematik und Flugregelungstechnik. Und in der Forschung beschäftige ich mich primär mit der Entwicklung von neuartigen Drohnenkonzepten. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag »Wenn Mathematik abhebt«. Die Mathematik hat ja sehr viele Anwendungen. Man kann mit ihr sehr viele Probleme in Technik, Naturwissenschaft und auch der Wirtschaft lösen. Und im heutigen Vortrag wird es darum gehen, warum man die Mathematik braucht, um eine Drohne zu steuern. Um zum Beispiel komplexere Flugmanöver durchzuführen, wie ich es euch jetzt zeigen möchte. Dazu hebe ich mal mit meiner Drohne ab und mache mal zum Beispiel einen Wurzelbaum nach vorne. Oder auch zurück, also schon ein sehr komplexes Flugmanöver. Oder ich kann mit der Drohne eine Gierbewegung machen, nach links und rechts. Und dann, bevor sie mal abstürzt, versuchen wir wieder eine sichere Landung durchzuführen. Warum braucht man hier die Mathematik? Im Speziellen brauchen wir lineare Gleichungssysteme, um aus diesen Steuerkommandos die entsprechenden Rotordrehzahlen zu berechnen. Schauen wir uns zunächst jetzt einmal an, was man unter einem linearen Gleichungssystem überhaupt versteht. Ja, was verstehen wir jetzt grundsätzlich einmal unter einem linearen Gleichungssystem? Das ist einfach ein System aus mehreren linearen Gleichungen für mehrere Variablen für die Unbekannten. Ein einfaches Beispiel, und zwar das einfachste, was wir uns überhaupt vorstellen können, wäre ein 2x2-System, also zwei Gleichungen hier für die Variablen x und y und zwei Unbekannte eben x und y. Jede dieser Gleichungen können wir in der Ebene, in der xy-Ebene, einfach als Geraden darstellen. Und der Schnittpunkt dieser beiden Geraden ist dann die Lösung des Gleichungssystems, in diesem Fall für x 10 Drittel und für y 7 Drittel. Das ist also jener Punkt, wo beide Gleichungen simultan erfüllt sind. Es gibt dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten für das System. Es könnten die Geraden zum Beispiel auch keinen Schnittpunkt haben, wenn sie parallel sind, dann gibt es keine Lösung. Oder die Geraden könnten identisch sein, dann gibt es beispielsweise unendlich viele Lösungen. Wie man das Gleichungssystem mathematisch löst, das lernen Sie dann eben im Schulunterricht. Und es gibt verschiedene Verfahren, die wir uns auch später noch kurz anschauen werden. Vielleicht ein komplexeres Beispiel noch, wenn man mehrere Unbekannte hat, dann werden diese oft durchnummeriert von x1 bis x4 zum Beispiel. Hier hätten wir eben ein 4x4-System, wobei auch nicht alle Variablen in allen Gleichungen involviert sein müssen. Ja, was haben jetzt aber diese Gleichungssysteme mit der Steuerung von Drohnen zu tun, ist die große Frage. Und dazu schauen wir uns einmal die Freiheitsgrade, also die Bewegungsformen einer Drohne im Raum an. Zum Beispiel haben dieses Quadrocopters. Im Prinzip hat jeder Körper im Raum 6 Freiheitsgrade für 3 rotatorische Bewegungen und für 3 translatorische Bewegungen. Aber beim Quadrocopter können wir nur 4 direkt ansteuern. Und zwar wäre das eben die Bewegung nach oben und unten, längs der Z-Achse, über den Gesamtschub. Dann gibt es noch die Gierbewegung. Das ist sozusagen die Drehung um die vertikale Achse, um die Hochachse des Fluggerätes. Wenn man nach links und rechts fliegen möchte, muss man zunächst eine Rollbewegung durchführen, eben nach links oder nach rechts. Und wenn man nach vorne zurückfliegt, dann hat man eben die sogenannte Nickbewegung. Das ist dann die Drehbewegung um die Querachse. Und um diese Bewegungen jetzt durchführen zu können, muss man entsprechend die Drehzahlen berechnen. Würdet ihr als Pilotinnen und Piloten die Drehzahlen direkt mit der Fernbedienung versuchen zu kommandieren, also alle 4 Drehzahlen händisch bedienen, dann hätte es keine Chance, da kann man noch so gut sein, würde man das nicht schaffen. Und deswegen braucht man eben die Mathematik, die eben den Zusammenhang zwischen den 4 Bewegungsformen und den Rotordrehzahlen über so ein lineares Gleichungssystem herstellt. Und dieses Gleichungssystem, das sich hier ergibt, schaut so aus. Hier sieht man eben die linke Seite mit den 4 Unbekannten, das wären in dem Fall die Drehzahlen mit entsprechenden Koeffizienten davor für den Schub, für das Drehmoment. Und die rechte Seite sind die Steuerkommandos für den Gesamtschub, das Gieren, das Rollen und das Nicken. Und um dieses Gleichungssystem jetzt aufzustellen, müssen wir quasi die Physik in die Sprache der Mathematik übersetzen. Dazu muss man uns ein bisschen anschauen, wie die Aerodynamik von einem Propeller
grundsätzlich funktioniert. So ein Propeller, wie er hier verbaut ist, sind im Prinzip zwei Tragflügelprofile, die sich durch die Rotationsbewegung einfach durch die Luft bewegen. Und jedes Tragflügelprofil erzeugt einen aerodynamischen Auftrieb. Und beide Propellerblätter haben diesen Auftrieb und das ergibt dann in Summe diesen Gesamtschub hier, der nach oben wirkt, also senkrecht auf die Rotorblattebene. Mit dem Auftrieb ist aber auch ein aerodynamischer Widerstand verbunden, der jetzt entgegen der Bewegungsrichtung jeweils zeigt, von einem Propellerblatt als auch vom anderen in die Gegenrichtung. Und damit entsteht ein sogenanntes Kräftepaar, das zu einem Drehmoment, zum aerodynamischen Drehmoment führt, entgegen der Drehrichtung des Propellers. Also zusammengefasst haben wir beim Propeller eben eine Gesamtschubkraft und ein aerodynamisches Drehmoment. Beide, das ist jetzt wichtig, sind quadratisch proportional zur Drehzahl, was dann unsere Variablen sein werden. Aufgrund dieses aerodynamischen Drehmoments, das die Propeller haben, hat man bei der Drohne auch immer jeweils zwei Rotoren, die sich in eine Richtung drehen und zwei Rotoren, die sich genau in die Gegenrichtung drehen, damit dieses aerodynamische Drehmoment, wenn alle Rotoren dann die gleiche Drehzahl haben, ausgeglichen wird. Weil ansonsten würde die Drohne ständig um die Hochachse gieren. Ihr kennt das wahrscheinlich beim Hubschrauber, der nur einen Hauptrotor hat. Damit der sich nicht ständig aufgrund des Drehmoments um die eigene Achse dreht, gibt es den Heckrotor, der dieses Drehmoment ausgleicht. Das ist also auch eine Bedingung des Drehmomentenausgleichs. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Gleichungen an für die verschiedenen Bewegungsformen. Als erstes untersuchen wir mal nur das Schweben oder beziehungsweise das Steigen und das Sinken. Und hier ist es, glaube ich, relativ einfach. Da müssen wir einfach die vier Schubkräfte aller vier Rotoren addieren. Das ergibt dann hier die Gesamtschubkraft. Wir machen uns jetzt das Leben auch noch ein bisschen leichter. Das ist mir als Mathematiker immer versucht, sich das Leben möglichst einfach zu machen. Und zwar verwenden wir jetzt nicht die Drehzahl zum Quadrat, sondern wir bezeichnen das Drehzahlquadrat einfach mit x1, x2, x3, x4 für die einzelnen Rotoren entsprechend. Das Drehzahl zum Quadrat muss auch noch direkt mit einem Koeffizienten, dem sogenannten Schubkoeffizienten, multipliziert werden, damit man dann wirklich eine Kraft in Newton bekommt. Also, für den Gesamtschub addieren wir jetzt einfach diese vier Rotordrehzahlen und es ergibt dann die gesamte Schubkraft. Wollen wir, dass die Drohne einfach schwebt, dann muss die Schubkraft einfach das Gewicht kompensieren. Wollen wir steigen, brauchen wir ein bisschen mehr Schub, sinken, einfach ein bisschen weniger Schub. Das wäre hier also die erste Gleichung, der Zusammenhang zwischen der Schubkraft und den vier Drehzahlen, vereinfacht gesagt. Als zweites schauen wir uns jetzt die Gierbewegung an. Und zum Gieren müssen wir jetzt die Drehmomente, die aerodynamischen Drehmomente der Rotoren aufaddieren. Und zwar, wie wir hier in der Skizze sehen, haben wir ja eben zwei Rotoren, die grünen, die gegen den Uhrzeigersinn drehen und zwei Rotoren, die im Uhrzeigersinn drehen. Und die Drehmomente der Rotoren 1 und 3 drehen hier die addieren wir, die drehen gegen den Uhrzeigersinn und davon ziehen wir die Drehmomente, weil sie in die andere Richtung zeigen, der Rotoren 2 und 4 ab. Weil die jetzt nicht alle die gleiche Drehzahl haben, bleibt sozusagen was übrig. Das Drehmoment ist nicht ausgeglichen und es kommt hier zu einem resultierenden Drehmoment, groß G, das dann dafür verantwortlich ist, dass die gesamte Drohne, wenn man das möchte, zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die Gleichung schaut also so aus, dass wir eben die Drehzahlen gegen den Uhrzeigersinn addieren und die Drehzahlen im Uhrzeigersinn davon subtrahieren. Das Ganze wird wieder mit einem Koeffizienten multipliziert, um dann zu diesem Gierkommando, zum Giermoment zu kommen. Das wäre also schon die zweite Gleichung. Wir machen aber keine Angst, wir machen jetzt nicht alle vier Gleichungen, sondern nur noch eine dritte, die die Rollbewegung beschreibt, weil Rollen und Nicken ist physikalisch im Prinzip gleich. Hier ist es wieder etwas anders. Um zum Beispiel die Drohne entsprechend zu rollen, müssen die Schubkräfte hier dieser beiden Rotoren größer sein als die Schubkräfte dieser beiden Rotoren, damit dann halt ein resultierendes Drehmoment entsteht, wiederum, dass die Drohne zum Beispiel hier nach rechts neigt oder umgekehrt
nach links neigt. Dabei muss man aber auch achten, dass die Drohne, wenn wir hier die Drehzahlen erhöhen, nicht gleichzeitig zum Gieren beginnt. Deswegen können wir nur jene Drehzahlen von gegenläufigen Propellern beispielsweise erhöhen, also vom weißen und vom schwarzen in dem Fall. Dadurch entsteht eben das Rollmoment um die Längsachse oder um die X-Achse. Wie wir hier dann sehen, addieren wir wieder die Drehzahlen der Rotoren 1 und 4, also der beiden auf der linken Seite, multiplizieren die wieder mit dem Schubkoeffizienten, um zur Kraft zu bekommen, und multiplizieren es dann noch mit dem Abstand von der Drehachse. Kraft mal Abstand ergibt dann das Drehmoment. Und das gegendrehende Moment der Rotoren 2 und 3 wird hier ganz einfach abgezogen und das ergibt dann das resultierende Rollmoment. Und dabei, das ist jetzt sozusagen schon ein bisschen das Trickreiche, muss man dabei achten, dass man die Drehzahlen derart erhöht und erniedrigt, dass aber der Gesamtschub gleich bleibt. Man möchte ja nicht, dass bei der Rollbewegung die Drohne diesen macht, also abstürzt beispielsweise. Also muss wieder das Gewicht kompensiert werden. Und auch muss das Drehmoment ausgeglichen sein, weil wir wollen auch nicht, dass bei der Rollbewegung die Drohne wieder wild zum Gieren beginnt. Also die ersten beiden Gleichungen müssen dabei gleichzeitig wieder berücksichtigt werden. Genau. Und dasselbe Spielchen, das machen wir dann noch für die Nickbewegung und es kommt dann zu diesem wunderschönen 4x4 Gleichungssystem. Jedes Steuerkommando, Schub, Gieren, Rollen, Nicken, stellt eine Gleichung dar für die vier Unbekannten, für die vier Rotordrehzahlen. Ja, jetzt müssen wir das System lösen. Also in Wahrheit muss man nicht als Drohnenpilotin oder als Pilot dann jetzt mal das Gleichungssystem lösen, sondern es wird dann fix im Autopiloten einprogrammiert, der uns dann das Fliegen wesentlich erleichtert. Und dazu lernt man dann im Schulunterricht verschiedene Verfahren. Ganz komplizierteres Verfahren wäre zum Beispiel die Lösung mit der sogenannten inversen Matrix. Da wendet man dann die Matrizenrechnung an. Ein sehr, sehr bekanntes Verfahren ist der sogenannte Gauss-Algorithmus. Der ist schon über 2000 Jahre alt, wurde aber nach dem fantastischen Mathematiker Carl Friedrich Gauss benannt, der euch vielleicht was sagt. Der war auch ein Wunderkind, da erzähle ich euch vielleicht eine kleine Geschichte. Im Mathematikunterricht, der junge Gauss war 7 Jahre alt und der Lehrer wollte halt einmal eine ruhige Stunde haben und hat die Schüler damit beauftragt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Das ist, da rechnet man schon ein bisschen länger, denkt 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis plus 100, das ergibt schon eine große Zahl. Und der Gauss war in 10 Minuten fertig oder in 5 Minuten fertig. Weil er hat sich gedacht, er addiert einfach jeweils die erste und die letzte Zahl, nämlich 1 plus 100, 2 plus 99, 3 plus 98, weil das ergibt jeweils 101. Und das macht er 50 Mal, bis er bei 50 plus 51 angekommen ist. Also hat er nur 50 mal 101 multiplizieren müssen und er kommt dann 5050 heraus. Und damit war er schon fertig, während die anderen noch fleißig drauf losgerechnet haben. Das hat er mit 7 Jahren, ist er schon auf diese Idee gekommen. Es ist dann die Summenformel einer arithmetischen Reihe. Ja, soweit nur ein bisschen zum Gauss, eine Geschichte. Dann gibt es noch andere Verfahren wie Additionsverfahren, Elimination und Substitution, Gramersche Regel, auf das möchte ich jetzt aber sozusagen nicht im Detail eingehen. Wir schauen uns vielleicht nur ein bisschen den Gaußschen Algorithmus an. Beim Gauss-Algorithmus wird das Gleichungssystem hier in diesem Schema nur geschrieben. Und zwar verwendet man nur die Koeffizienten, also eben für den Schub, für das Moment, für Kraft und Hebelarm, schreibt es symbolisch hier in dieser Matrix an. Und dann ist es Ziel des Algorithmus, die Elemente, die hier in dem Dreieck grau hinterlegt sind, auf Null zu bringen. Indem man einfach Vielfache, zum Beispiel von der ersten Zeile, von der zweiten Zeile abzieht, damit hier eine Null entsteht. Und das macht man sukzessive für alle Elemente in dem Dreieck. Und dann verbleibt eine letzte einfache Gleichung nur für das x4, die man dann direkt lösen kann. Dann haben wir die Lösung fürs x4, können es oben einsetzen in die dritte Zeile und kriegen auch die Lösung fürs x3. Und so weiter geht es dann, bis man auch die Lösung für die erste Drehzahl hat oder für das erste Drehzahlquadrat.
Letztlich kommt dann die allgemeine Lösung für die vier Drehzahlen aus diesen Steuerkommandos Schub, Gieren, Rollen, Nicken so heraus. Ich habe es da ein bisschen vereinfacht. Diese ganzen Koeffizienten Ks, Km und L habe ich auf 1 gesetzt. Das ändert am Grundprinzip nichts, aber die Lösung ist ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Die schaut für alle Gleichungen eigentlich ähnlich aus, nur wechseln die Vorzeichen nach einem bestimmten Muster ab. Und ohne Mathematik würde man, glaube ich, nie auf die Idee kommen, die Drehzahlen auf diese Weise zu berechnen. So, schauen wir uns nur exemplarisch ein paar Beispiele an. Es ist ja immer wichtig, wenn man eine Lösung hat, die auf Plausibilität zu untersuchen, ob das einen Sinn ergibt. Und wenn man jetzt als erste Überprüfung nur das Schweben anschaut, beim Schweben sagt uns alle der Hausverstand, dass alle vier Drehzahlen gleich groß sein müssen und es muss auch in der Lösung sich wiederfinden. Und tatsächlich, wenn wir hier schauen, wenn wir nur für das S, also das Schub, zum Beispiel 60 Newton eingeben, das wäre eben eine Drohne mit einem Gewicht von, oder mit einer Masse, muss ich als Physiker richtig sagen, von 6 Kilogramm, entspricht ungefähr 60 Newton, dann würde herauskommen, dass dass alle vier Drehzahlen gleich sind und den Betrag 15 in dem Fall haben. Weil ich ihm alle Koeffizienten auf 1 gesetzt hatte, ist das 15 nur Hausnummer, das sind nicht 15 Umdrehungen pro Minute, das wäre viel zu klein, aber alle vier Drehzahlen sind zumindest gleich. Und weil man eben zwei gegenläufige Rotorensysteme hat, ist auch das Giermoment ausgeglichen. Wie schaut jetzt die Lösung aus, wenn man schweben und gleichzeitig gieren möchte? Also das, dieses hier macht, was ich euch auch am Anfang noch gezeigt habe. Das heißt, zusätzlich zum Gewicht geben wir noch ein Gierkommando, hier in dem Fall 20, dazu. Und was kommt dann heraus? Wir sehen, dass die beiden Rotoren 1 und 3, das sind also diese beiden grünen Rotoren, eine höhere Drehzahl haben. Die haben auch die gleiche Drehrichtung und damit das gleiche Giermoment. Und die anderen beiden Rotoren eine kleinere Drehzahl. Auch das macht dann Sinn, weil insgesamt entsteht ein resultierendes Drehmoment und gleichzeitig bleibt aber die Gesamtschubkraft erhalten, weil man zwei Rotoren erhöht, die Schubkräfte, und die anderen beiden um den gleichen Betrag verringern. Und die Drohne schwebt und macht dann gleichzeitig die Gierbewegung, um zum Beispiel in eine andere Richtung zu fliegen. Schweben und Rollen wäre das nächste Beispiel, das möchte ich jetzt aber überspringen. Schauen wir uns gleich noch ein noch komplexeres an. Schweben, Gieren und Rollen. Das heißt also, die Drohne soll schweben, gleichzeitig eine Gierbewegung machen und zur Seite rollen. Das kann man nur mehr mit der Mathematik lösen sozusagen. Das tut man sich auch mit dem Hausverstand schon schwer. Wenn wir also uns diese Kommandos jetzt in die Lösungen einsetzen, Gewichtskraft, Gieren, Rollen, dann kämen für die Drehzahlen 25, 5, 15 und 15 heraus. Hier in der Skizze habe ich das auch schön eingetragen. X1 hat die höchste Drehzahl, 25. Also der erste Rotor hat die größte Drehzahl. Der zweite hat nur 5, die kleinste. Und die beiden hinteren haben die gleichen Drehzahlen. Was muss jetzt erreicht werden? Wir wollen ein Giermoment und ein Rollmoment und gleichzeitig das Gewicht kompensieren. So. Das Giermoment, also die hinteren beiden Rotoren, die gleichen alles aus oder die gleichen sich selbst sozusagen aus. Die haben das gleiche entgegengesetzte Giermoment und haben auch die gleiche Schubkraft, sodass es hier zu keinem Rollmoment kommt. Das Rollmoment wird nur erzeugt aufgrund der ersten beiden Rotoren, weil es hier einen Schubkraftsunterschied ergibt und damit halt ein Drehmoment, dass die Drohne um die X-Achse rollt. Und auch das Giermoment wird nur von den vorderen beiden Rotoren erzeugt, weil wir hier immer größeres haben und hier ein kleineres und das kompensiert sich nicht mehr und es führt zu einem Giermoment, zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn. Also es ist schon eine recht diffizile Lösung, die man aber mit diesem Gleichungssystem ganz einfach finden kann. Ja, das war jetzt das Ganze dargestellt an einem Quadrocopter. Wir haben eben vier Bewegungsmöglichkeiten und vier unbekannte vier Drehzahlen. Also ein quadratisches System, das, wenn es physikalisch, mathematisch nicht widerspricht, auch immer eindeutige Lösung hat. In der Praxis hat man aber auch kompliziertere Drohnen, zum Beispiel Hexakopter mit 6 Rotoren oder Oktokopter mit 8 Rotoren. Und hier ist es dann nicht mehr so einfach, weil man hat nur vier Gleichungen
und 8 Unbekannte, zum Beispiel beim Octocopter. Und damit entsteht ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Und dieses unterbestimmte Gleichungssystem hat unendlich viele Lösungsmöglichkeiten. Naja, wir müssen uns jetzt eine davon aussuchen. Aber welche sozusagen aus den unendlich vielen? Und dazu braucht man auch zusätzliche Bedingungen. Und das ist jetzt das Fantastische, weil diese zusätzliche Bedingung können wir zum Beispiel so wählen, dass der Energieverbrauch am geringsten wird. Dann ist ja heutzutage mit Klimawandel extrem wichtig, dass wir nicht unnötig Energie verbrauchen. Und die Mathematik liefert da hier auch eine sehr elegante Lösung, nämlich jene mit dem minimalen Energieverbrauch. Also man kann die 8 Rotoren so ansteuern, dass für die entsprechenden Manöver der Energieverbrauch am geringsten ist. Ja, der Vortrag heißt, wenn Mathematik abhebt und warum werden lineare Gleichungssysteme zur Steuerung von Drohnen verwendet. Aber lineare Gleichungssysteme haben noch viel, viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, auch im Bereich der Luftfahrt. Zum Beispiel zur Berechnung vom aerodynamischen Auftrieb einer Tragfläche mittels CFD. CFD heißt Computational Fluid Dynamics und ist ein Näherungsverfahren, ein numerisches Verfahren, mit dem man die Strömung um eine Tragfläche um einen Tragflügel herum berechnen kann und damit Auftrieb, Widerstand, Druckverteilung und so weiter berechnen kann und auch wieder optimieren kann. Wenn man das physikalisch modelliert, entsteht ein riesiges Gleichungssystem mit über 1 Million von Unbekannten, das dann mit einem Hochleistungsrechner gelöst wird. Und es braucht dann mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage, um exakt die Strömung um einen Tragflügel beispielsweise zu berechnen. Eine andere Variante, wo man Gleichungssysteme auch braucht, ist zur Strukturberechnung mittels FEM, also das heißt finite Elemente Methode, wo man dann die Spannungen in einer Tragfläche beispielsweise berechnet. Auch das läuft auf ein lineares Gleichungssystem hinaus. Ja, ich hoffe, es hat euch der Vortrag gefallen. Ihr seht einfach, dass die Mathematik also sehr viele Anwendungsmöglichkeiten hat, die man sich gar nicht mehr wegdenken könnten, zum Beispiel in der Luftfahrt. Es würde kein einziges Flugzeug, keine einzige Drohne fliegen, wenn nicht die Mathematik hier uns die Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel in der Regelung und in der Steuerung geben würde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ihr könnt jetzt gerne im Chat Fragen stellen. Übrigens, wenn man Mathematik nicht genug aufpasst und sich bei der Lösung von einem Gleichungssystem vertut, dann kann schon einmal was schief gehen. Noch funktioniert's. Ups. Das war jetzt übrigens nicht ich, sondern das war die Mathematik.